und herzlich willkommen zurück. Ich war so frei, hier ins Inventar Komponenten gepackt. Ich habe den Buildplaner genutzt und halt geguckt, hier ganz viele Frachtcontainer, Gatlings, Leitungssysteme, Cockpit und sowas. Habe ich die ganzen Teile, die man dafür braucht, hier reingepackt. Das ist unser Build and Repair System. Entsprechend dafür sorgen kann, die ganzen Sachen zu reparieren. Wenn es denn notwendig werden sollte, ne? Ja. Okay, ich bin gespannt. Das war hier unten, ne? Ja. So, warte mal, ich muss die Gatlings gruppieren. Es gibt nämlich garantiert mal Momente, wo man die an- und ausschalten möchte. Ja, deshalb. Okay. Schub ist gut. Bremsen ist auch gut. Die T2 machen ihren Job. Na, ja, Seitwärtsflug ist auch in Ordnung, glaube ich. Mal gucken. Die werden garantiert nicht happy sein, dass ich da jetzt hinkomme. Ist gut. Ich glaube, wir wollten dann da hinten hinfliegen, ne? Mhm. Wo will der denn drauf los? Der ist ja echt schnell. Der ballert drauf, aber der ist sofort hinüber. Ach du Scheiße. Was ist hier mit? No. Okay, das sieht ja lustig aus. Genau, nimmst mal die Teile hier mit. Wir müssen ja jetzt wieder Teile ranschaffen. Nachdem wir alles verloren haben. Ne? Ich musste unbedingt gucken, was das ist, was er halt schießt, ne? Was ist ein Laser?
Jo, das ging doch schnell. Muss mal die Waffen deaktivieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier waren. Ich weiß auch nicht, wo unser Schiff abgestürzt ist, ne? Ich weiß es nicht mehr. Dann los, bauen wir die Sachen ab hier. Okay. Ich hätte gedacht, das wäre die Stelle, wo wir verreckt sind. So rein theoretisch halt, ne? Sieht irgendwie danach aus. Grübel die ganze Zeit, wo wir abgestürzt sind. Ich bin der Meinung, das muss irgendwo hier rechts gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Gut, ich glaube, hier ist das nächste Mal, was ich mitnehmen möchte. Waren wir da direkt abgestürzt? Ich dachte, wir wären irgendwie von hier gekommen oder so. Aber anscheinend ist nichts mehr übrig. Was ist das da vorne? Okay, es sieht so aus, als wäre hier mal was abgestürzt. Oder explodiert. Ich würde mich da so ein bisschen ranpirschen. Oder Waffensysteme schon mal aktivieren. Hat das keine Waffensysteme? Oh. Das nicht, aber die hier. Na, schieß doch.
Ich glaube, wir haben schon ein bisschen was kaputt gemacht, ne? Okay, der stürzt ab. Glaube ich. Okay, super. Sehr schnicker. Das kommt auf einmal, wenn man Unterstützung ruft, ne? Ja, dann muss man noch einmal rechnen, dass wir uns dann rächen. Ja, sehr schön. Okay, dann muss ich entgegentreten. Gefällt mir. Also ich hätte es nicht gedacht, dass die Gatlings uns doch so gut hier unterstützen, ehrlich gesagt. Lass uns kurz mal gucken wegen der Munition. Mwah. Geht, würde ich sagen, ne? Ja. Ein bisschen hier, was weiß ich. Das ist ja gleich ungefähr auf. Genau, ungefähr alles ähnlich. Ich trinke mal einen Apfelsaft. Was Interessantes war jetzt nicht dabei, aber passt schon. Okay. Joa, können wir wieder zurückfliegen, ne? Ich war gerade am Überlegen, aber... Naja, wir gehen jetzt nicht auf Erkundungstour gerade. Ich möchte jetzt eigentlich nur das Schiff zurückbringen. Bin ganz froh, dass es gehalten hat. Anscheinend hat ja alles funktioniert. Und jetzt können wir... Na, mal gucken, vielleicht nochmal ein neues Schiffchen bauen. Entsprechend für... Wobei, das geht eigentlich für das, was wir brauchen, geht das hier auch, ne? Ja, wir können damit Sachen abbauen. Wir haben... Genügend bilden sie Repair-Systeme dran. Gut, das heißt genügend. Ne? Das sind jetzt zwei Stück, die dran sind. Aber das passt schon. Vorsichtig. Ha, sehr schön. Ja, ist halt so ein kleiner Panzer, ne? Ja, sowas in der Richtung. Ja, aber ist okay. Es reicht halt für das, was wir jetzt gemacht haben, reicht es locker aus. Und ich war erfolgreich damit. Gegenüber diesen nicht sehr schwer bewaffneten Basen und diesen paar Schiffen, die wir jetzt platt gemacht haben, war das, glaube ich, in Ordnung. Naja. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin gespannt. Stimmt, wir wollten hier den großen unterirdischen Bereich ausheben, damit wir einen Hangar basteln können für ein vernünftiges Schiff. Mal gucken, was draus wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Mr. Zocker.